Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ich meine Hose hier kürze, ein wenig bearbeite und ja, so ein bisschen customize, ein bisschen distresse. Und ja, es geht prinzipiell hauptsächlich ums Kürzen. Los geht's. So Leute, was geht ab? Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie im Intro schon gesagt, in diesem Video geht es darum, dass ich diese Hose hier, und zwar ist das eine Levis 501 Vintage, kürze. Diese Hose ist einfach nicht meine Länge. Sie ist in der Größe 32, 34. Sie wurde schon mal gekürzt. Ich gehe davon aus, dass da jemand schon mal was, ja, auf jeden Fall kürzer gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht die genaue Länge, die sie jetzt aktuell hat. Ich gehe davon aus, zwischen 32, 32 und 32, 34, irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall ist sie für mich einfach zu lang. So, ich habe aber eine schöne Standard Levis 501 in dem Colorway. Die habe ich hier auch liegen. Zeige ich auch gleich, warum ich die hier liegen habe. Und vor allen Dingen, die sitzt perfekt, von der Länge her etc. Und deswegen dachte ich mir, komm, dann nimmst du die hier und machst customize sie ein wenig. Erstmal nehme ich euch mit, weil dieses Mal werde ich die auf jeden Fall kürzen und noch ein bisschen customizen. Was ich daran mache, zeige ich euch auf jeden Fall im Video. Und dementsprechend, ja, will ich gar nicht lange drumherum reden. Wir fangen einfach mal an. So Leute, jetzt habe ich die Hose hier liegen und ja, jetzt geht es erstmal darum, die optimale Länge zu finden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt das Ganze einfach anziehen und dann im Prinzip prinzipiell das Ganze so auf die Länge anpassen, nach innen krempeln, so dass das Ganze eure optimale Länge hat. Oder ihr macht euch das viel, viel einfacher und nehmt euch eine Hose, die wirklich perfekt ist und kürzt sie auf die Länge. Wichtig ist immer, dass ihr darauf achtet, dass im Prinzip der Hosenboden wichtig ist, weil der Hosenboden ist prinzipiell da, wo eure Beine anfangen und dementsprechend so solltet ihr die Hose kürzen. Dann einfach das Gleiche, das Ganze auf eine Länge legen, sodass das Ganze überlappt und dann kann man sich das im Prinzip schon markieren und dementsprechend kürzen. Zum Kürzen nehme ich dieses Mal einfach eine Schere. Ich werde das Ganze einfach abcutten, weil ich im Prinzip ja, dieses Mal keinen Umschlag haben möchte. Ich möchte hier unten ein bisschen aussäumen, ein bisschen den ja, unten das Hosen, ja, Bein, Hosenende so ein bisschen distressen und dementsprechend dachte ich mir, komm, dann wird das Ganze auch nicht umgenäht. Was man beachten muss, zeige ich euch gleich noch, aber ich werde mir das Ganze jetzt erstmal markieren. Optimal dafür ist natürlich ein Stift. So Leute, ich habe jetzt hier einen Standardstift und dementsprechend werde ich das Ganze jetzt auf meine Hosenlänge anlegen und nochmal überprüfen, ob das gut sitzt etc. Das ist natürlich wichtig, weil so viele Chancen hat man nicht. So, dann nehme ich mir den Stift und markiere mir das an den Stellen, wo ich das markiert haben möchte. Und genauso auf der Rückseite genauso. Wichtig ist natürlich, dass ihr das Ganze auch gerade abschneidet, weil wenn es nicht gerade ist, dann sieht es auch, ich sag mal, nicht so nice aus. So, jetzt habe ich mir das Ganze markiert. Achtet darauf, ich habe mir jetzt nochmal ein Metermaß dazu geholt, dass prinzipiell das Ganze auch wirklich gleichmäßig ist. Ich habe jetzt hier das Gefühl, dass es nicht gleichmäßig ist, deswegen messe ich das nochmal ab. Also ich kürze die Hose hier circa 5 cm. Und hier habe ich sogar fast 6,5 cm markiert. Ihr müsst schon darauf achten, dass das Ganze gleichmäßig ist. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal die Markierung auch hier an der Stelle bei 5 cm machen, sodass ich da die gleiche Höhe habe und das Ganze nicht schief ist. So, und ja, jetzt muss ich das Ganze so ein bisschen begradigen. Dafür verbinde ich die beiden Linien ein wenig miteinander und markiere mir das so leicht. Dass ich da auf jeden Fall eine gerade Linie habe. So, jetzt seht ihr, habe ich das Ganze hier markiert. Und jetzt geht es ans Schneiden. Dafür tue ich das hintere Bein erstmal weg. Und dann wird das Ganze einfach abgeschnitten. So, schon ist die Hose gekürzt, gut gekürzt.
Ist wie gesagt auch noch nicht ganz gerade, weil das Ganze natürlich einfach mit der Schere abgeschnitten ist. Jetzt nicht eine Linie, die ich abgemacht habe. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich das Ganze gleich noch ausfransen werde. Worauf ihr achten müsst, wenn ihr sowas kürzt, ist prinzipiell einfach hier unten noch die Naht, die sich öffnen kann. Das heißt, innen drin würde ich euch empfehlen, wenn ihr das Ganze nochmal, so gesehen hier einfach nochmal nachnäht, ganz einfach mit Nadel und Faden ein, zwei Mal durchstechen, sodass das Ganze fixiert ist an beiden Seiten und sich hier nicht öffnen kann. Das ist wirklich wichtig, denn wenn sich die Hose öffnet, ist es echt nicht optimal. Dementsprechend, ja, die Länge habe ich jetzt schon mal auf der einen Seite. Jetzt nehme ich immer noch das zweite Bein, messe auch hier nochmal nach. Wir haben uns ja gerade gemerkt, 5 cm, das passt. 5 cm. So, jetzt haben wir die Hose gekürzt und jetzt geht es darum, das unten so ein bisschen zu distressen. Dafür habe ich wieder mein Teppichmesser am Start. Das geht einfach, ja, super easy damit. Das Ganze einfach ein bisschen aufrauen, ein bisschen Fäden ziehen. Dafür einfach hier so ein bisschen reingehen. Wie gesagt, Fäden ziehen. Das ist ein bisschen fummelig, ein bisschen Arbeit. Man kann auch schon mal gut mit Händen so vorarbeiten. Genau, das Ganze einmal angefangen hat, dann geht das echt easy. So, sieht eigentlich schon ganz nice aus. Ich würde auch gar nicht zu viel machen, weil das ist schon sehr auffällig. Und vor allen Dingen, das wird sich mit der Zeit auch noch verstärken. Also es wird noch krasser. So sieht das Ganze jetzt im ersten Moment aus. Von der einen Seite, jetzt werde ich die ganze andere Seite noch anpassen, sodass das Ganze gleichmäßig ist. Und dann schauen wir uns das Ergebnis mal an von der Kürzung. Und dann ziehe ich die Hose einmal kurz an. So, jetzt habe ich das hier unten so ein bisschen ausgefranst. Finde ich eigentlich ganz nice. Jetzt ziehe ich die Hose einmal an und dann schauen wir uns das Ganze, wie das Ganze angezogen aussieht. So Leute, so sieht das Ganze jetzt angezogen aus. Die Länge ist wirklich sehr gut geworden. Sitzt so ganz leicht. Ich wollte sie wirklich in der Länge haben. Es passt wirklich extrem gut. Liegt ganz leicht auf dem Schuh, steckt den Schuh. Hat jetzt nicht so die Megafalten hier unten, aber das war von mir auch gewollt. Dementsprechend sieht es echt gut aus. Von der Länge bin ich echt positiv angetan. Wie gesagt, diese Fäden, die da unten entstehen, die kommen mit der Zeit und die werden auch noch viel, viel mehr. Ich will da jetzt gar nicht zu viel machen. Aber ich möchte mir das Ganze distressen noch ein bisschen. An einer Seite soll so ein kleines Loch sein an den Knien. Dazu hole ich mir jetzt nochmal den Stift. So, und dann habe ich jetzt die Hose, wie gesagt, so wie sie sitzen soll, so, müsst ihr sie auch tragen. Und dann markiert ihr euch genau, wo euer Knie ist, eine Stelle. Ich habe jetzt hier ein kleines Kreuzchen gemacht. So, und an dem Kreuz werde ich jetzt ein bisschen bearbeiten. So Leute, jetzt habe ich hier die Markierung an meiner Hose. Wie gesagt, hier ist in etwa mein Knie und hier werde ich das Ganze jetzt so ein bisschen distressen, ein bisschen aufmachen. Und wie gesagt, wichtig, dass ihr es anprobiert und euch das Knie markiert, wenn ihr das oder an der Stelle markiert, wo ihr es gerne hättet, wo es sitzen soll. Dafür optimalerweise immer anzieht. So, jetzt habe ich mir mein Loch reingemacht. Jetzt geht es natürlich darum, dass das Ganze verfeinert wird und so kann ich das auf keinen Fall lassen. Ähnlich wie hier unten werden jetzt die Fäden gezogen und das Ganze so ein bisschen verbessert. Ich zeige euch genau, wie das Ganze funktioniert. So Leute, nachdem wir jetzt das Knie fertig bearbeitet haben, wie gesagt, bei so Ripped Jeans ist es so, wenn ihr sowas bearbeitet bzw. aufmacht, die Naht wird sich immer weiter öffnen. Also es wird zu 99% größer werden, genauso wie hier unten. Diese Fransen, die unten sind, werden auf jeden Fall auch mehr werden. So Leute, jetzt ist die Hose für mich erstmal fertig. Ich würde gerade, wie gesagt, nicht mehr machen, weil alles andere wird sich im Laufe der Zeit abtragen und ich bin gerade mit diesem, ich sag mal, Distressen im Rahmen noch mega zufrieden.
Länge ist im Prinzip bei mir jetzt gewesen, hier in dem Fall 5 cm. Wie gesagt, nehmt eine optimale Hose und gleicht das Ganze ab. Dann habt ihr wirklich die perfekte Länge. Guckt, dass ihr das Ganze gerade abschneidet und dann fangt an, das Ganze so ein bisschen rauszukitzeln, ein bisschen zu distressen etc. Dafür ist das Ganze wirklich gut gemacht. Wenn ihr ein Knie bearbeiten möchtet, wie gesagt, markiert euch das und dann arbeitet das Ganze ein bisschen aus. Bisschen beiläufig mit so einem Schleifklotz etc. könnt ihr das ideal nochmal so ein bisschen ja, verweichern, so Fäden ziehen etc. Es läuft gut. Als kleiner Tipp am Rande, wenn ihr jetzt, und das hatte ich jetzt zum Beispiel auch nicht am Start, aber hätte mir auf jeden Fall gut geholfen. Ja, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich habe beide Hosenbeine so ein bisschen bearbeitet. Wie gesagt, hier noch nicht so viel. Das wird sich aber noch geben. Dann habe ich hier auf der Seite dieses Loch reingemacht. Das hier hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Das muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Aber in dem Sinne möchte ich das Ganze jetzt auch nicht zu lange halten. Und dann habe ich auf der Seite auch hinten so ein bisschen bearbeitet. Quasi, dass man hier so ein kleines Löchlein und hier ein bisschen was distressed. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze noch sitzt. Und dann denke ich mal, sind wir soweit mit dem Video. So Leute, so sitzt das Ganze jetzt bei mir. Wie ihr seht, die Hose ist immer noch einigermaßen gesteckt auf den Schuhen. Das Knie ist wirklich optimal getroffen. Und hier hinten, ich weiß gar nicht, auf der oder auf der, ich glaube auf der Seite, haben wir hier diese kleine Distressung auch noch. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Sehr cool geworden insgesamt. Wirklich die Länge ist für mich perfekt. Ich muss jetzt gleich nur noch darauf achten, unten die Naht auch wirklich zuzumachen. Das ist noch die Hauptsache. Und sehr, sehr nice. Bin mega zufrieden. So Leute, das war's an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Dieses kleine Quickie-Tutorial, wie man so eine Hose kürzt und vor allen Dingen so ein bisschen distressed, worauf man da achten sollte, wenn man das Ganze angeht und so ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Tricks. Wie gesagt, nichts Besonderes, aber ich finde, es ist ein kleiner, nicer Hinweis für denjenigen, der das machen möchte und nicht genau weiß, wie es geht, kann da mit Sicherheit idealerweise was anfangen. So Leute, heute habe ich auch wieder eine Kleinigkeit für euch im Weihnachtskalender und zwar heute verschenke ich dementsprechend dieses Parfum hier, Davidoff Cool Water Classic. Ist ein sehr, sehr cooles, klassisches Parfum. Wie gesagt, der eine oder andere kennt das und ja, ihr müsst gar nicht viel machen. Folgt dem Kanal, lasst einen kleinen Kommentar da, ob euch das Ganze gefallen hat und ja, dann war es das für heute wieder. Dann sehen wir uns morgen wieder, Leute. Peace. Ciao.